Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren... die Duat. Nee, Duat war das nicht, ne? Das war aber die... Das war die Welt von Nofretete in Origins, in DLC, die Totenwelten. War schön. Ja, das Spiel hier nennt sich aber Assassin's Creed Mirage. Hier ist der alte Mann. Warte mal, wir müssen mal genau gucken, was hier passiert. Guck mal, was wir da haben. Von den Schlaftabletten. Wir waren hier noch nicht. Das ist die Wildnis. Nun denn, wo ist Ali? Erstmal das Ding da oben. Ist das geil hier. Also sehr viel Liebe ins Detail, ne? Sehr viel Liebe. Auch wenn die Steuerung immer wieder was kaputt macht, wie das hier zum Beispiel wieder, was man denn nicht versteht, oder ich verstehe es einfach nicht, ne? Das kann doch nicht mal gehen und mal nicht gehen. So wie es Lust hat. Naja, guck mal, hier haben wir wieder Sachen, die wir jetzt... Ist das schön. Hier war Ackerbau und Viehzucht, ne? Hier wurde die Stadt versorgt. Guck mal, da ist auch noch so ein Ding. Da ist auch noch so ein Ding. Welche Wildnis? Eingeweihter. Das ist die Wildnis. Okay. Wir werden dann als erstes uns mal auf dieses Ding hier konzentrieren. Ich gehe da jetzt noch nicht hin. Da habe ich noch gar keinen Bock zu. Und da ist der Strohhaufen. Und da soll ich hin, zu ihm da. Ich hoffe, ich löse es jetzt nicht aus. Ich ignoriere ihn noch. Ich habe ja jetzt Ich habe das doch geskillt. Habe ich das nicht geskillt? Ich bin blöd. Das Spiel überfordert mir. Nee, ich hab einfach nicht. Es reicht auch eigentlich schon wieder, aber es macht ja Spaß. Ja, das habe ich gesehen. Ich habe gedacht, warum macht er das nicht? Ackermehl! Ich habe einen Schlüssel bei der Wassermühle verloren. Er muss geborgen werden. Aha. Da ist er. Ich kann hier nicht ran. Landwirtschaft. Die Epochen der Umayyaden, Abbasiden fielen mit wichtigen Fortschritten in der Landwirtschaft in den Gebieten des Kalifats zusammen. Erleichtert wurde dies durch die Größe des Reiches und ein Steuersystem, welches bewässertes Land bevorzugt behandelte. Auch wenn diese Zeit manchmal als eine Zeit der landwirtschaftlichen Revolution bezeichnet wurde, handelt es sich vor allem um eine Erweiterung, Intensivierung und Verbreitung bekannter Techniken. Aha, aha, aha. Großflächige Bewässerungsanlagen waren lukrativ, aber auch kostenintensiv und konnten nur von bereits wohlhabenden Grundbesitzern bezahlt werden. Die Epoche der Abbasiden ist deshalb von der Erweiterung riesiger Besitzflächen gekennzeichnet, zum Nachteil kleiner Bauern, was so weitreichende Unzufriedenheit führte. Da. Yeah.
So, jetzt haben wir den Schlüssel. Und nun? Oh, den ruckelt es wieder. Ich habe einen Schlüssel. Was schließt der denn auf? Da unten ist er. Da unten ist das. Falls du ihn findest und was auf, erwähne es nicht Ali gegenüber. Ja, hier müssen wir irgendwo runter. Hier. Das trägt er einfach so. Ja, das strengt dich an. Das ist so. Ja. Dolch der Verborgenen. Gepriesen sei Allah. Eine freie Welt erwartet uns. Dolch der Verborgenen. Ja, eine giftige Gegner in der Nähe schadet. Auch nicht schlecht. Da, den Schlüssel. Ich habe jetzt die Klaurüstung an, ne? Damit ich hier beruhigt alles klauen kann. Da ist ein Pferd. Da ist auch noch was zu entdecken. Eine Ortschaft. Hier ist eine Aufgabe, die auf uns wartet. Hier hinten. Der entführte Gelehrte. Da kriegen wir da zwei Fertigkeitspunkte. Dann ist es aber eine Aufgabe, die sich lohnt. Das ist aber weit weg, ne? 800 Meter. Eine Schnellreise ist da zufällig nicht in der Nähe, die dann was bringt. Das wäre ja hier hinten. Hier sollte ich Lehrling sein. Okay. Den werden wir uns jetzt mal ein Pferd zu organisieren. Ich würde sagen, ich gehe hier mal lang. Und... Oh, Flamingos. Ganz viele Flamingige. Ist wieder nicht gehüpft. Warum auch? Yalla, yalla! Yalla, yalla. Ja! Hallo Kuh. Das Pferd geht ja ab hier. Oh, so schön hier. Sind das Granatäpfel? Aber wie, das wurde ja, ist ja alles knochentrocken hier. Wie habt ihr das denn bewässert? Schön, dass man hier aber auch noch in der Umgegend sich aufhalten kann. Rette den Gelehrten. Das ist der Ort. Da sind garantiert Bagaluden. Banditen oder sowas. Gesindel. Was waren das jetzt? Ach, ich habe mich gerade verteidigt. Ich ziehe jetzt wieder meine Spezialuniform an. Die böse.
Und dann suchen wir uns mal einen Platz da oben. Der ist da ja nicht ohne Grund Sandlager. Die sind nicht rot, ne? Wenn die nicht rot sind, tun die mir nichts. Jetzt sind wir aber... Sie sind ahnungslos. Vermutlich könnte ich ohne Blutvergießen hineinschleichen. Na nun los, nun bück dich doch endlich! Hallo! Was ist das denn hier? Ah, oh, das macht mich verrückt. Niemanden töten. Da ist der Gelehrte. Wir haben eine Rüstung, die da besser passt. Die muss ich bloß noch verbessern. Ich soll niemanden töten. Ich weiß nicht, ob das geht. Da ist der drinne. Was sieht eigentlich, was sagt eigentlich die Karte hier? Hier ist nur Sandlager. Die gehen wieder, ne? Oh, ich dachte schon. Ich bin hier, um dich zu retten. Gepriesen sei Allah. Es gibt nur ein kleines Problem. Ich habe Verletzungen erlitten und weiß nicht, ob ich laufen kann. Warum entführten dich die Banditen? Sie haben eine alte Legende über einen großen Schatz in der Region entdeckt. Und da ich ein angesehener Kenner der Geschichte bin, nahmen sie an, ich könnte ihnen bei der Suche nach jenem Schatz helfen. Ich habe mein Ziel entdeckt. Wegen der Vorräte, die du verloren hast. Wenn wir die Wahrheit sagen, bringt er dich um. Vielleicht bringt er dich sowieso. Sag mal, wie soll ich denn jetzt hier ungesehen rauskommen? Da vielleicht? Jetzt muss ich erstmal warten. Da ist noch Rasen, ne? Also Gras zum Verstecken. Die können mich hier also nicht sehen, wenn ich mit ihm auf dem Buckel durch das Gewächs flaniere. Können wir hier durch? Das geht auch, okay. Da können wir aber nicht lang. Wir können nirgendwo lang. Hier sind überall Gegner. Da oben beobachtet auch einer. Sorry, wie soll das funktionieren? Bitteschön. Der da müsste weg. Den könnte ich da durchgehen. Jetzt kommen die beiden aber wieder. Die bleiben da stehen. Da kommt jetzt einer dazu. Ich soll ja niemanden töten. Der geht da nicht wirklich weg, ne? Der sieht mich doch sofort. Ist das ein Quatsch? Guck mal, da kann meine Mama nicht sehen, wenn ich da lang gehe. Wenn ich da lang gehe, werde ich auch gesehen. Oder? Da lang nicht. Da ist da oben einer. Kommt der Typ hier wieder her? Die gehen weiter. Wo guckt der jetzt hin? Da hinten. Die sind weitergegangen. Ah, ich bleib erstmal hier. Vorsichtig. Der geht weg.
Oh, guck mal, was da hinten ist. Was ist das da? Und jetzt? Soll ich irgendwo hin? Hier ist keine Markierung, ne? Wo wir hin können. Rette den Gelehrten. Das scheint nur... Das ist ein alter Palast. Das scheint aber nur dahin geräumt zu sein, weil der ist hier auf der Karte nicht drauf. Der müsste ja hier irgendwo sein. Der ist auf der Karte drauf. Ein schöner Abschluss. Oh, sorry. Ich habe gerade was getrunken. Hier bist du sicher. Was diesen Schatz angeht. Schatz? Es gibt keinen. Zumindest keinen der goldenen Art. Natürlich konnte ich das den Banditen nicht sagen. Sie hätten mich ermordet und wären weitergezogen. Wenn es kein Gold ist... Es ist das Wasser unter unseren Füßen. In einem kargen Land ist Wasser wertvoller als viele Hände voll Gold. Verstehe. Gepriesen sei Allah. Und 2 Punkte. Cool. Aber ich kann da noch nichts mit anfangen, ne? Ich brauche 3. Hier brauche ich auch 3. Kettenattentat. Ich glaube, ich mache erstmal. Ich konzentriere mich erstmal darauf. Yalla! Das gefällt mir ja. Guckt euch das mal an. Da haben wir schon das erste. Brauche ich aber nicht. Aha, da sind böse Buben. Dann analysieren wir mal die Situation von oben. Ich habe hier die böse Bubenuniform an. Haben wir denn hier oben Patienten? Nein. Hier haben wir aber viele Töpfe mit explosionsartig verbreitenden Dingen. Was sagt denn unser Vögelchen dazu? Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Er mag alle nicht. Dann mag ich die auch alle nicht. Hier müssen wir auf jeden Fall rein. Hier sind diverse Truhen und Schätze. Da ist nochmal eine Verbrauchsmitteltruhe. Okay. Das sind 3. Ich könnte natürlich... Feuer. Und Wasser. Hey! Ja. Ist was? Gehst du da jetzt hin? Das ging wieder vorher weg, ne? So, dann sind jetzt ist nur noch der eine da. So viele so eine Töppe, ne? Das Wasser ist hier ausgeblieben. Ja.
Warum? Oder war das... Nee, das war der Grund nicht warum. Das war der Grund, warum hier jetzt nichts mehr ist. Oder wie? Oder was? Mal gucken. Die Tür ist verriegelt. Die Dinger sind hier nicht ohne Grund. Entweder es gibt hier einen anderen Eingang. Zeige mir alles. Hier gibt's keinen. Oder wir brauchen die irgendwo. Da! Komme ich denn darüber? Ich müsste so ein Ding nehmen. Warte mal. Ja, können wir denn da noch irgendwo rauf? Guck mal, da ist schon Schluss. Das ist jetzt die Frage, ne? Wie kriegt man das da hin? Ich kann jetzt zum Beispiel... Nee, so. Das... dahin bewegen. Oh, Junge! Oh, das ist so hakelig. Das bringt gar nichts. Ich muss auf dieses Seil kommen. Kann ich das Ding da oben rauffliegen? Nun, geh doch wieder rauf! Tatsächlich. Mann, nun geh doch mal. Aber ich kann das nicht da hinschieben, ne? Ich kann ihn nur... Scheiße. Jetzt brennt er gut. Das bringt auch nichts. Wir müssen da aber irgendwie hinkommen. Warum? Er kann ja nicht mal so dahin hüpfen. Er hüpft nicht. Da solltest du rauf. Das ist nicht vorgesehen. Wozu habe ich das denn? Ist das nur... Geh doch wieder runter. Ist das nur zum... Idiotie? Da oben kommen wir doch aber auch nicht lang. Da muss ich doch hier... Da lässt er das doch fallen. Ich weiß nicht, ob da so eine Dinger sind. Ich habe nicht das Gefühl. Ja, geh dran vorbei. Ignoriere einfach mein Begehr. So, und nun? Hier sind so eine Dinger nicht. Nee. Das war klar, dass das hier nicht ist. Muss ich die hier über das halbe Gebäude tragen? Das nützt mir alles nichts. Ich schmeiß sie jetzt gegen die Tür. So ein Quatsch. Ich denke wieder viel zu kompliziert.
Bloß warum kann man das Ding da hin und her schieben? Hm. Weil wir es können. Hier ist nichts weiter, ne? Schwert der Verborgenen. Das gucken wir uns gleich mal an. Giftig. Naja, das hat aber nicht so viel. Das hier nach verfügt der folgende Angriff 50% mehr Schaden zu. Deswegen ist das auch so stark, ne? Nehme ich mal an. Verteidigungsschaden 60. Ist auch nicht verkehrt. Ich vergifte dann alle. Ich bin dann giftig. Hier ist noch was zu lesen. Anordnung zum Rückzug. Das war's. Ich bin fertig. Seit diese Banditen das Sandlager Badurja überfallen haben, folgt ein Angriff auf die nächsten. Wir nehmen mit, was wir tragen können und schließen den Rest gut weg. Das Schloss wird sie hoffentlich lange genug beschäftigen, sodass wir Zeit haben, um zu entkommen. Gut, dann haben wir das jetzt hier auch. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Nee. Da ist ja unsere Mission. Und da hinten ist so ein Ding. Hier ist ja noch eine Festung. Was ist da? Oh, interessant. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen erforschen. Was ist das hier? Historische Stätte. Hier waren wir auch noch nicht. Wir werden uns erstmal das hier markieren. So, Pferd. Warum? So, ich reite da mal hin. Wenn ich da bin, melde ich mich wieder, ne? Ich danke fürs Zuschauen. Tschüss!